Aloha, liebe Waage, ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den November. Und wenn du die Waage in deinem Sonnen-, Mond-, Venus- oder auch Aszendentzeichen hast, bist du hier vollkommen richtig und dann lade ich dich ein, einfach dran zu bleiben. Yes, hello, liebe Waage. Schön, dass du dran geblieben bist. Und vielleicht schaust du ja hier gar nicht mal unbedingt auf dein eigenes Zeichen, sondern hier als Crosswatcher, weil du hier auf ein Gegenüber schaust, der oder die eben die Waage im Sonnenzeichen oder sonst wo in seiner Chart hat. Jedenfalls habe ich mich in diesem Monat für diese drei Karten entschieden. Du findest die genaue Beschreibung der Karten als auch die Verlinkung zu den Verlegen wie immer in der Infobox. Ich werde in diesem Monat für dich hier, liebe Waage, ein Krafttier springen lassen, sozusagen, welches dich begleiten wird oder dessen Energie. Und jetzt werde ich hier nach der Karo-Art erstmal ein großes Blatt für dich ausbreiten. Und wenn es dich interessiert, dann bleib einfach noch ganz kurz dran. Hex, Hex. Ja, liebe Waage, wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen hier noch eine Krafttierkarte springen lassen. Wenn du jetzt mit den Energien der Krafttiere nicht wirklich viel für dich anfangen kannst, dann nimm dir einfach die Botschaft mit, welches dir dieses Krafttier hier näher bringen möchte. Was zeigt sich hier für die Waage? Und wir haben den Regenwurm. Und der Regenwurm steht für die Inkarnation auf jeden Fall, aber auch für die Regeneration. Und er möchte dir sagen: Eine Phase der Regeneration und Heilung kündigt sich an. Vertraue und erlaube, dass Heilung geschieht. Und da ich mich für diese Karten hier entschieden habe und damit dieser kleine Regenwurm hier gut zur Geltung kommt, hat sich hier die Autorin ausgedacht, hier noch die Blume des Lebens im Hintergrund zu zeigen. Auf jeden Fall wird es so sein, dass wenn du zu dieser Legung geführt wurdest, dass du vielleicht in irgendeiner Form die Blume des Lebens schon bei dir zu Hause hast. Und wenn du das nicht hast, dann kannst du dich gerne mal mit diesem Symbol beschäftigen. Ich habe sie fast überall hier bei mir, weil sie unfassbar wirkt. Ähnlich wie Runen hat dieses Symbol eine ausschlaggebende Kraft. Und du kannst es wirklich für alles Mögliche verwenden, aber auch unter anderem dazu eben Energien zu harmonisieren und auch wenn du gerade wirklich dich mit Heilungsthemen und Regenerationsthemen befasst, dass du hier eben schneller in die Heilung geführt wirst, weil dieses Symbol eben alle negativen Energien versucht zu auszubalancieren. Und wenn du da zum Beispiel einen Kettenanhänger hast oder wie ich zum Beispiel hier gerade so einen Untersetzer für mein Glas, dann nutze dies vermehrt auch im November. Und ansonsten, liebe Waage, passt das Outcome ja mal wieder hervorragend schon zu deinem Krafttier, dem Regenwurm. Denn wir haben hier die Berge und wir haben die 9 der Münzen. Und das verrät mir auf jeden Fall, dass du in irgendeiner Art und Weise, liebe Waage, im November dich selbst blockierst. Es ist natürlich auch, weil das eine kollektive Legung ist, möglich, dass du auch im Außen auf Umstände triffst oder auf Herausforderungen, die dich in deinem Fortschreiten etwas blockieren oder dich eben auch in deiner Harmonie blockieren. Für einige von euch, da wir ja auch hier das Thema Heilung haben und du gerade zum Beispiel Anfang November irgendwo Schmerzen hast oder hier vielleicht auch ein kleinerer Eingriff sozusagen vorgenommen wurde oder noch vorgenommen wird, dann sehe ich, dass du hier ein bisschen Zeit brauchst, damit du hier wieder ganz normal in deine alltägliche Energie zurückfindest, aber du wirst zurückfinden. Und wenn der Regenwurm auch eine weitere Aussage hat als Krafttier, dann auch auf jeden Fall die Verletzlichkeit. Denn es ist ja eins der Tiere, die am meisten verletzbar sind.
Und auch die ähnlich wie die Kröte, die hatten wir gerade eben bei den Zwillingen, eben auch der Regenwurm dafür da ist, alte Strukturen, also die alten Erdschichten aufzulockern und diese sozusagen zu transformieren, indem er es frisst oder sich durch das Erdreich frisst und hinten wieder was anderes ausscheidet, was eben der Erde auch wirklich tatsächlich zuträglich ist, damit hier besserer Humus gebildet werden kann und so weiter. Also diese Energie des Regenwurmes ist auf jeden Fall sehr, sehr heilsam und auch transformativ auf einer gewissen Art und Weise. Und das kannst du dir hier auch auf jeden Fall zunutze machen. Und falls du irgendwelche Regenwürmer auf deinem Weg im November liegen siehst und du gerade die Zeit hast, dann nimm doch dieses Tier und trag es dahin, wohin es gerade hinrobben wollte. So, dann kommen wir zu deinem großen Blatt. Liebe Waage, du hast ebenfalls sehr, sehr viele Charakterkarten hier liegen. Ich finde es total interessant. Ich nehme auf jeden Fall wahr, dass der November für uns alle in irgendeiner Form sehr gesellig wird, dass wir viel kommunizieren. Und auch das nehme ich hier so bei dir wahr, liebe Waage. Ich sehe, dass hier ein Geheimnis ans Licht kommen wird, durchs Außen. Aber ich nehme auch wahr, dass auch du hier in der Energie bist, gerne ein neues Kapitel für dich beginnen zu wollen. Du bist dir hier nur noch nicht so ganz sicher, in welcher Art und Weise es hier für dich weitergeht. Du weißt nur, dass du so, wie du bisher weiter, wie du es gemacht hast, dass du es so nicht mehr handhaben möchtest. Das kann jetzt gewisse Lebensbereiche bei dir betreffen. Es ist aber auch genauso gut möglich, dass das so ganz generell für dich in der Energie im November sich so zeigen wird, ja, dass es jetzt an der Zeit ist für dich aufgrund der Tatsache, dass du dir hier scheinbar deine Werte klar gemacht hast oder dir diese mit zwei der Münzen noch klar machen wirst. Wobei dich eben zum Beispiel auch dein Partner hier unterstützen kann in der Energie. Hier kann es zum Beispiel um Gefühle gehen, wo du dir nicht ganz im Klaren warst, welchen Weg solltest du hier einschlagen. Es ist aber auch genauso gut möglich, und das hatte ich auch schon bei den Erdzeichen sehr stark wahrgenommen, dass es auch viel um Finanzen geht und auch darum, diese eben zu stabilisieren, ja. Und du bist hier auch auf jeden Fall sehr bereit, vor allem auch so in der ersten und zweiten Novemberwoche, wo wir noch die Neumondenergien sehr stark wahrnehmen, dass du hier echt bereit bist, dich aufzumachen zu neuen Ufern. Du möchtest wieder mehr Bewegung in deinem Leben, du möchtest mehr Vielfalt in deinem Leben und du bist hier auch voll bereit, dich hier auch auf etwas ganz Neues einzulassen. Vor allem sehe ich das für diejenigen Waagegeborenen, die jetzt hier als Zwilling zusehen, als Single zusehen. Denn ich sehe hier, dass einer deiner größten Wünsche oder das, was du gerne als neues Kapitel bei dir in deinem Leben öffnen möchtest, hier am liebsten eine Beziehung wäre auf Augenhöhe. Und das Krasse ist, wir haben hier einfach noch das höchste Charakterpaar liegen, was es überhaupt gibt. Denn wir haben den Herrscher und wir haben die Herrscherin. Und das beschreibt einmal in irgendeiner Energie dich und deinen potenziellen Partner oder vielleicht ja auch schon den Wunschpartner, den es in deinem Leben gibt. Und wenn du in einer Beziehung oder in einer Ehe bist, dann hast du schon sozusagen das beste Stück an deiner Seite, was es eben für dich momentan so abzugreifen gilt. Ne? Also freu dich auf jeden Fall. Alles richtig gemacht, liebe Waage. Aber dennoch möchtest du gerne hier mit diesem Mensch dann ein neues Kapitel beginnen. Du möchtest hier vielleicht auch ein bisschen wieder so einen Kick in die Beziehung reinbringen oder eben, ja, so frischen Wind nehme ich hier auch wahr, ja. Was mir jetzt gerade auch so richtig ins Auge gestochen ist, ist, dass wenn du hier wirklich als Zwilling, warum sage ich das ständig, als Single Waage zusiehst, ja, dann nehme ich hier wahr, dass du schon eine längere Zeit Single bist und dass du hier auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit schon in dir trägst, weil du auch schon so richtig,
wie das genau diese Karte hier so schön abgebildet zeigt, du schon richtig müde davon bist, hier geduldig zu sein, zu warten und hier dir deinen richtigen Partner zu manifestieren sozusagen und sich aber ständig in deinem Außen überhaupt nichts verändert. Und das kann eben daran liegen, dass du hier durch die Vergangenheit dir in irgendeiner Art und Weise eine Blockade eingefangen hast, an der du vielleicht selbst dran schuld bist, durch Selbstsabotageprogramme oder aber, weil du eben dein Herz verschlossen hast, weil du Angst hast und dich fürchtest vor Verletzungen. Und da komme ich hier nochmal zurück auf den Regenwurm, der ja auch sehr, sehr verletzlich ist in seiner Gestalt. Und ja, dass du halt manchmal so einfach dir zwar nichts mehr wünschst, als den richtigen Partner in dein Leben zu ziehen, aber du dennoch so stark Angst vor Verletzungen hast, dass das eben deine Herausforderung oder deine Blockade ist, damit du eben hier sozusagen dein Leben hier auch wieder genießen kannst und auch das ausstrahlst, dass du nämlich zum Beispiel ein glücklicher Single bist. Umso glücklicher du dich als Single wirklich aus tiefstem Herzen fühlst, ja, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt nicht mehr lange Single bist, denn das wirkt unfassbar anziehend auf andere Männer, auf andere Männer, auf das andere Geschlecht, wenn wir glücklich sind, ja. Und ich sehe, dass sich hier in der Vollmondenergie im November für dich hier ein Gamechanger ergeben wird, nämlich dass sich hier die Energien switchen in der Form, dass du es schaffst, hier aus deinen Ängsten herauszukommen. Vielleicht ist da auch noch mal irgendein kleinerer Konflikt dabei ausschlaggebend. Der ist so sozusagen der Wendepunkt, ja, wo es dann vielleicht auch darum für dich geht, dich authentisch zu zeigen, zu sagen, was du fühlst, andere daran teilhaben zu lassen, wie du denkst oder fühlst, ja, und dadurch generierst du Wachstum, beziehungsweise merkst vielleicht das erste Mal selber, wenn dir diese Situation geschieht im November, wie sehr du dich schon weiterentwickelt hast, dass du eben hier nicht mehr nur die Königin der Schwerter bist, sondern du bist jetzt hier die Herrscherin oder eben auch der Herrscher, ja, der eben alle Elemente in sich vereint, der die Skills hat und die Erfahrungen hat, die es eben benötigt, um eine stabile, feste Beziehung zu führen, die nicht direkt wieder in den Mangel gerät oder wo es eben irgendwie nur darum geht, an alten Glaubenssätzen und alten Verhaltensmustern festzuhalten, sondern du bist hier, wie gesagt, sehr offen für Neues. Du sagst, um in meine Harmonie und in meinen Frieden zurückzukehren, bin ich fast bereit, alles dafür zu tun. Und dafür bist du auch bereit, Dinge hinter dir zu lassen, also nicht nur im materiellen Sinne, sondern vornehmlich eben auch in deinen Gedanken und auch in deinen Gefühlen, ja. Das ist nämlich auch das, womit du hier womöglich auch hart jonglierst nochmal im November, ob es hier richtig wäre, wenn hier dieses neue Kapitel für dich öffnet, im Sinne eines neuen Partners, der sich hier potenziell für dich zeigen möchte, dass du dich eben auch darauf einlässt, ja. Und wenn du jetzt hier auf einen Menschen schaust, mit dem du vielleicht schon mal zusammen warst und es hier sozusagen um einen Ex oder um eine Ex-Freundin geht, dann nehme ich hier wahr, dass es hier eine Aussprache geben wird oder hier sich jemand nochmal bei dir entschuldigt oder hier etwas klarstellt. Und das hilft dir eben dann auch sozusagen, diese Blockade hier endlich zu lösen. Und es ist wie, als würdest du hier die Fesseln für dich sprengen. Liebe Waage, das kann sich natürlich auch in anderen Lebensbereichen für dich maßgeblich hier zeigen. Du wirst es daran erkennen, dass du im November sehr friedvoll und sehr harmonisch und ausgeglichen unterwegs bist, weil, ich sag mal, die Mehrzahl deiner Lebensthemen hier scheinbar für dich auch im Einklang sind. Und wenn man das von sich behaupten kann, dann ist es schon wirklich viel gewonnen und dann hast du schon mehr erreicht wie, ich sag mal, 80% der Menschheit, ja, die sich ja meistens überhaupt über gar nichts bewusst sind, ja. Und denn du schaust dir hier definitiv deine Werte an und nochmal, das ist auch eine Einstellungssache zu sagen,
Ich möchte jetzt hier Bewegung in mein Leben bringen. Ich möchte hier mich aufmachen zu neuen Ufern. Ich möchte hier gern Neues erleben. Ich will Abenteuer. Ich will gerne mal ins kalte Wasser geschmissen werden oder mich selbst da rein befördern, um eben auch neue Horizonte für dich zu entdecken, um das, was ich immer wieder so stark betone, einfach auch mal aus der eigenen Komfortzone herauszugehen. Denn es gibt nichts und niemanden, was dir so viel Wachstumspotenzial bietet, wie wenn du für dich entschieden hast, ich möchte aus meiner Komfortzone heraus, in irgendwelchem Sinne. Du musst es ja auch nicht in großen Schritten tun. Es reicht ja schon, wenn du Sachen tust, die dir sonst immer sehr leicht gefallen sind, die dir deinen Alltag sehr genehm gestaltet haben, wenn du hier einfach mal was anderes tust, ja, und hier auch, und das sehe ich hier auch, dir selbst vertraust, aber wenn hier Menschen oder vielleicht auch Tiere noch eine Rolle spielen, dass du auch diesen Wesen in deinem Umfeld auch Vertrauen schenkst. Auch das ist hier nochmal essentiell. Das befördert sozusagen dein neues Kapitel in einer Höchstgeschwindigkeit in dein Leben. Also das ist wie so ein Katapult sozusagen, das Thema Vertrauen. Und dann haben wir hier noch sehr zentral den König der Kelche liegen. Für einige von euch ist es hier gut möglich, dass das eben dein Partner ist oder dein Wunschpartner ist. Das ist ein Mensch, der in Wasserzeichen möglicherweise geboren ist, also Krebs, Fische, Skorpion. Und wenn das jetzt nicht unbedingt der Fall ist, dann ist es auf jeden Fall jemand, der ähnlich gefühlvoll unterwegs ist wie du und dem vor allem auch Harmonie und Frieden in seinen sozialen Kontakten einfach sehr, sehr wichtig ist, ja. Und auch das ist leider ja eine Sache, die heutzutage auch nicht unbedingt gang und gäbe ist, ja, sondern viele Menschen brauchen auch ständig Thrill, die brauchen ständig irgendwelche krassen Herausforderungen, um sich einfach zu fühlen, um sich wahrzunehmen. Aber du, liebe Waage, bist da eher so tatsächlich eher ausgeglichen und strebst immer eher so nach Frieden und Harmonie. Und das hast du eben auch. Vielleicht auch mit Krebs zum Beispiel gleich oder vielleicht auch mit Steinbock, was auch ein Erdzeichen ist und aber auch sehr harmoniebedürftig ist, ja. Okay. Eine Sache noch, lieber vage Mensch, ich sehe hier auch auf jeden Fall noch mal mit dem Ast der Schwerter auch, dass hier etwas geklärt werden möchte. Ein Konflikt, den du hier mit verschiedenen Menschen oder mit einem Umstand hier im Außen erlebst, was eben auch noch mal hier deine Herausforderungen oder Probleme auch mit den Bergen hier darstellen kann, damit du hier in dein Selbstbewusstsein kommst, dich mehr in der Selbstliebe wiederfindest, dass es hier vielleicht auch gar nicht wichtig ist, mit anderen etwas zu klären, sondern dass du hier einfach mal verdammt ehrlich mit dir selber ins Gericht gehst und dir hier vielleicht die ein oder andere Antwort einfach mal selber gibst, indem du da mal ganz tief in dir forschst und hier auch wie nochmal hier sehr ehrlich auf dich blickst und dann wirst du hier definitiv auch in die Klarheit finden, was dir wiederum auch Stärke und Harmonie gibt und das wiederum zieht dann auch das an, was sich hier am stärksten bei dir zeigt, nämlich dass ich hier ein neues Kapitel für dich im November noch öffnen möchte, was deine Verträge, was deine Verbindungen angeht. Weil ich da jetzt noch so gut wie gar nicht drauf eingegangen bin, was die Verträge angeht. Ich sehe hier auch eine Lösung hinsichtlich finanzieller Themen. Also vielleicht bist du hier die ganze Zeit am Rumüberlegen, ob du hier eine Investition tätigen solltest oder besser nicht. Und wenn es um solche Themen geht, auch hier rate ich dir, hol dir erstmal gar nicht so viel verschiedene Meinungen im Außen ein, sondern überleg du dir mal ganz tief in deinem stillen Kämmerlein, was möchtest du denn? Ja, auch gerne mal ohne deinen Partner hier direkt einzubeziehen oder andere Menschen, die dir sehr, sehr wichtig sind. Frag du dich mal, was möchtest du denn? Was würde dir denn am liebsten gefallen? Wie du dich weiterentwickelst? Was ist denn das neue Ich, welches du gerne leben möchtest? Ja, und wenn es hier eben auch um eine finanzielle Investition geht, dann mach dir hier ganz genau klar, ob es sich hier lohnt,
einen neuen Vertrag zu unterschreiben, vielleicht auch hier deine Versicherung mal durchzugehen, um einfach zu gucken, was du oder wo du da vielleicht noch Geld einsparen könntest, damit du das am Ende des Monats woanders übrig hast, damit du da eher investieren kannst in etwas, was dich weiterbringt in deinem persönlichen Fortschritt. Okay. Liebe Waage, ich finde, das war sehr aussagekräftig und ich hoffe, es geht dir genauso. Dann gib mir bitte einen Daumen nach oben. Ansonsten, falls du meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du dies gerne tun. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, ich habe vergessen, hier zu benennen, ich werde in diesem Monat ein Gewinnspiel sozusagen kreieren. Du kannst bei mir eine private Kartenlegung gewinnen. Ich werde hier drei Menschen auslosen, die in den Kommentaren schreiben, dass sie gerne an einem Gewinnspiel teilnehmen möchten. Und wenn du, liebe Waage, an diesem Gewinnspiel teilnehmen willst, dann schreib es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Und wenn du irgendwie Hieroglyphen oder Zahlen als YouTube-Name hast, dann schreib doch bitte deinen Rufname dahinter, sodass ich das dann auch entsprechend eben auch benennen kann, falls du hier gewinnst. Und dann drücke ich dir auf jeden Fall schon mal die Daumen und wünsche dir alles, alles Liebe. Namaste.